Hallo, Anders Sommer hier von Bits. Ja, schön. Wow, Sparkonto, das funktioniert und Sie können jederzeit drauf zugreifen. Mhm. So arbeiten wir. Na, es ist nicht so, dass Sie mit 250 nach zwei Wochen Millionär werden, also sowas gibt es gar nicht, glaube ich. Aber das stand da. Es ist ganz klar, dass man das weiß bei solch einer Vorhergehensweise hier. Das ist, ihr seid einfach Scammer. Ihr seid Abzocker und Betrüger, nichts anderes. Das Geld ist weg, wenn ich das auf ein Krypto-Wallet überweise. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's, wie leider so oft, um das Roboter-Trading. Ich soll 250 Euro bei denen reinschmeißen. Das Ganze stammt aus der Werbung Die Höhle der Löwen-Abzocke. Tja, Betrüger finden ihre eigene Werbung hier in dem Fall komisch und reden das Ganze eigentlich selber schlecht zu dem, was da eigentlich in ihrer eigenen Werbung drin steht. Aber man arbeitet hier mit einer seriösen Software, die ganz gut ist. Die anderen arbeiten natürlich mit schlechterer Software. Einzahlen muss man hier wieder mit einem Krypto-Wallet auf einer ganz fremden Webseite. Tja, sehr seriös. Und am Ende ist sie dann ganz schnell weg, wenn sie bemerkt, dass ich die Firma für Betrüger halte. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo, guten Morgen, Herr Stein. Hallo. Hallo, Anders Sommer hier von Bits. Ja, schön. Wow, es schallt, ne? Was? Ich höre mich doppelt irgendwie. Keine Ahnung, aber doppelt hält ja besser. Genau, sehr witzig. Ja, Sie sind gerade bei uns auf der Webseite, ne, bei Bitop. Bei was? Auf der Webseite von Bitop. Die haben sich ja eingetragen für die Software, ne? Für Bitcoin Software. Ja, genau. Ach ja, da ist die Seite, ja. Ich habe hier so viele auf. Ach so. Ja, genau. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht. Ihr habt mich doch angerufen. Nee, aber Sie haben sich natürlich bei uns eingetragen erstmal. Deswegen frage ich ja, ob Sie da Fragen haben dazu oder Hilfe brauchen. Nicht, dass ich wüsste. Komisch, weil die Webseite, wie sind Sie denn draufgekommen, Bitop? Na, indem ich die geöffnet habe. Ja, und wie sind Sie draufgekommen? Ich meine, möchten Sie starten oder nicht? Sie können mir gerne sagen, ja oder nein, dann lösche ich das Konto. Na, ich denke schon, ja. Gut, dann brauchen Sie ja wahrscheinlich Hilfe, ne? Bankdaten oder irgendwas oder überhaupt erstmal kann ich Ihnen erklären, wie das Ganze funktioniert. So. Sagen Sie. Na, brauche ich da Hilfe? Weiß ich ja nicht. Also ich habe mich ja jetzt erstmal angemeldet und dann habe ich mir einen Kaffee geholt und dann habt ihr schon angerufen. Ach so, alles ja gut, das meine ich. Sie haben sich aber angemeldet, ne? Ja. Ja, die Frage ist, ob Sie schon mal Erfahrung haben, ob Sie schon mal gehandelt haben oder ist das zum ersten Mal? Wissen Sie, wie das Ganze abläuft? Noch von eBay, ja. Bei eBay, da kann man ja auch handeln. Aber das ist ja hier, glaube ich, anders, ne? Ja, was eBay angeht, weiß ich nicht genau, wie es dort funktioniert. Aber bei uns, die haben sich speziell für eine Software eingetragen, ne? Mhm. Und wir starten diese Software sozusagen, dann läuft es vollautomatisch. Ja, hier war ja vorher in der Werbung, war ja, dass man da mit 250 Euro 20 Millionen rausholt. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Werbung Sie von 20 Millionen gehört haben, aber das läuft ganz logisch. Wir arbeiten natürlich. Na, die ist ja der Link heißt rakalaken.com oder irgendwie so. Die Höhle der Löwen macht deutsche Bürger reich. Ja, genau. Mit einem neuen Geheimsystem. Die Folge wird nicht ausgestrahlt, weil der Sender wütend ist. Ich sag immer was. Es ist so, es gibt eine Software, die vollautomatisch für Sie handelt, statt Ihnen, ja? Mhm. Also Sie handeln nicht, das macht die Software. Und es gibt Firmen, sozusagen, die mit dieser Software arbeiten. Das ist eine der Firmen. Wie heißt die Software? Die Software, für die Sie sich registriert haben. Ja. Also bei mir steht nur Bitcoin-Software, wir arbeiten mit verschiedenen. Aber wir arbeiten mit Software, die nur sozusagen eine sehr hohe Erfolgsquote haben. Das kann ich in dem Fall hier gar nicht so genau sehen. Mhm. Aber die Sache ist, dass wir mit Risikomanagement arbeiten, egal welche Software wir benutzen. Nochmal, wie gesagt, es gibt Firmen, die arbeiten ohne Risikomanagement, das ist gleich einem Casino, das machen wir nicht. Wenn man das so macht, kann man sich an einem Tag alles verdreifachen, am nächsten Tag alles verlieren. Also es wird speziell eine Software beworben, dort werden solche Dinge gesagt.
Wie man aber mit der Software umgeht, das ist schon mal ein Unterschied. Ja, also wir arbeiten da wirklich sehr mit Sicherheit, damit da ja keine Verluste gibt, damit sie langfristig Geld verdienen und keine Verluste machen. Deswegen, wir investieren eigentlich maximal 10%, nicht mehr als das. Und da können Sie ausrechnen, wie viel bei rumkommt. Aber Sie haben quasi ein Sparkonto, das funktioniert und Sie können jederzeit drauf zugreifen. So arbeiten wir. Na, es ist nicht so, dass Sie mit 250 nach zwei Wochen Millionär werden, also sowas gibt es gar nicht, glaube ich. Also, aber das stand da. Ja, Red Bull sagt auch, dass es Flügel verleiht. Ja, ich meine, Werbung sagt einiges, aber man muss es realistisch betrachten und je nachdem haben Sie... Tja, da hat sie ausnahmsweise mal wirklich die Wahrheit gesprochen. In der Werbung steht viel Scheiße. Wie eben hier zum Beispiel gesagt wurde, Red Bull verleiht Flügel. Ja, es ist schon richtig. Aber wenn man mir bei 250 Euro 2 Millionen Euro verspricht, dann müsste man sich daran auch technisch gesehen halten. Denn Werbung hat auch was mit Logik zu tun. Da gibt es auch Gerichtsurteile darüber. Wenn man ja absichtlich Werbung so macht, dass sie einfach nur doof ist, wie zum Beispiel Red Bull verleiht Flügel, dann ist das eine Art Werbespruch. Da kann jeder normale Mensch drüber nachdenken und weiß, dass es nicht so ist und dass es ein Werbegag ist. Und halt für die Werbung halt toll ansehnlich ist. Weil man eben auch eine Geschichte drum bauen kann. Aber wenn man bei Finanzgeschäften 250 Euro einzahlt und man verspricht da 2 oder 20 Millionen Euro, dann ist das eine ganz andere Ebene und die muss eingehalten werden. Denn hier geht es um Fakten und das kann jeder normal denkende Mensch, kann ja die Fakten und einem Werbespruch auseinanderhalten. Aber das war ja kein Werbespruch, sondern das wurde als Fakt dorthin geschrieben. Und dementsprechend müsste man sich dann technisch daran auch halten. Und mal davon abgesehen, man erzählt hier, es gibt Firmen, die kein Risikomanagement hätten, bla, irgendwas. Auch alles Blödsinn. Denn es ist egal, wo ihr investiert. Sobald es auf den Tradingmarkt geht, kann die Kohle weg sein. Das kann bei jeder noch so seriösen Firma sein. Hier ist halt der Unterschied, dass ihr gar nicht erst mit eurem echten Geld handelt. Die nehmen eure 250 Euro, die ihr überwiesen habt, und bekommt dann ein Demokonto, wo ihr dann mit Spielgeld spielt. Oder jemand anderes für euch mit diesem Spielgeld spielt und euch eine Geschichte dazu erzählt. Aber echtes Geld gibt es da gar nicht mehr. Und das ist halt eben auch der Unterschied. Und das hier ist 100% auch wieder eine von den Abzockerfirmen. Denn nur wer was zu verbergen hat, redet die ganze Zeit um den heißen Brei und versucht die Geschichte so schön auszuschmücken, dass der Kunde wieder mitspielt. Also, keine Worte mehr weiter zu. Haben Sie schon mal sowas gemacht irgendwo außer eBay oder bei eBay hatten Sie Erfolg? War das eine Software oder was war das genau? Nee, bei eBay, da habe ich meine PlayStation verkauft und da habe ich dann noch Geld für bekommen, ja. Also gerade zu Corona-Zeiten, da gab es selbst für eine alte Konsole mehr Geld als vorher. Und das habe ich nicht mal also so eingestellt. Ich habe mit einer Euro-Auktion und habe dann so eine ganz alte PlayStation 3 für 600 Euro verscheuert. So viel hat die nicht mal damals gekostet. Aber wie gesagt, ich hab ganz ehrlich nur mit 1 Euro Auktion. Also ich habe nicht irgendwie den Preis künstlich hoch. Das haben die alleine gemacht, die Käufer. Ach so. Ja gut, aber das ist jetzt was anderes. Haben Sie bei eBay, sie kaufen Dinge ein, die gibt es um die Börse. Ja, es wird gehandelt auf dem Markt. Ich würde sagen, es geht um Kryptowährungshandel. Und Sie bekommen Gewinne davon. Ja, bei eBay kann man ja auch handeln. Da kann man ja fragen, ey, kannst du nicht noch 5 Euro mit dem Preis runtergehen und so? Ja, aber das ist doch was anderes. Sie haben sich doch für Online-Trading angemeldet. Ach so. Sie sagen Online-Handel, das ist ja das. Nein, es geht um Kryptowährung. Also es geht um eine Plattform, die für Sie die eine Möglichkeit bietet, sozusagen mit allen möglichen Vermögenswerten zu handeln, in dem Fall um Kryptowährung. Und die Software übernimmt das Ganze für Sie. Das heißt, Sie müssen da gar nichts machen. Ne? Okay. Das heißt, wir empfangen Signale, die eingesetzt werden, die Ihnen quasi Gewinne garantieren. Ja? Ja. Das ist wie bei der Börse los. Über unsere Plattform. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht hier nicht um Einkaufen, Verkaufen. Sie machen das nicht. Ach so. Okay. Es geht um Kryptowährung, um den Wert eines einer Kryptowährung. Ne? Und wir quasi handeln den Wert einer Kryptowährung. Wir sagen, okay, morgen wird es steigen und dann
setzen wir Geld ein, so und so setzen wir ein. Wenn es steigt, dann verdienen sie Geld. Wenn es fällt, verstehen sie, man kann auch auf Fallen Geld verdienen, weil sie entscheiden, ob es steigt oder fällt. Naja, immerhin. Auch wenn da viel Scheiße bei ist, sie erklärt es zumindest schon mal fast richtig. Man kann natürlich auf steigende und fallende Kurse setzen und in beiden Fällen eben auch Geld verdienen. Tja, aber so wie sie das hier erklärt, dass das alles so sicher ist. Naja, wenn das alles so sicher wäre, dann frage ich mich, wo bleiben denn die Verlierer? Weil irgendjemand, wenn ihr Geld auf der Börse verdient, dafür muss irgendjemand, beziehungsweise viele Irgendjemande, müssen dann in dem Moment ihr Geld verlieren. Sonst kann man ja keinen Gewinn dabei machen. Irgendwo muss man das Geld immer abziehen. Auch die Börse, die arbeitet korrekt. Auch wenn das ein sehr, sehr unübersichtliches Geschäft letztendlich ist. Da steckt halt Strategie und das Ganze hat natürlich Hand und Fuß. Die Börse, da weiß man in der Regel so grob ja, wie das funktioniert. Ich investiere irgendwo in Aktien oder meinetwegen auch mit Daytrading oder wie auch immer und setze bei Aktien ja darauf, dass es irgendwann steigen wird und kann das Ganze verkaufen und habe dann meine Kohle. Bei Trading kann ich auf steigende und fallende Kurse setzen. Das heißt, ich mache auch Gewinn, wenn der Kurs nach unten geht, wenn ich eben vorher sozusagen gewettet habe. Daher auch schon mal in der Vergangenheit der Vergleich von mir, das ist so ähnlich wie Pferdewetten. Na, also ich wette auf einen Kurs, eben auf wie es irgendwann mal stehen wird, ob der steigt oder fällt und dann kann ich daran eben Gewinn machen oder halt mein Geld verlieren. Ja, und irgendjemand anderes muss natürlich auch Geld verlieren, wenn ich gewinne. So, aber wenn nun alle in so einem System hier mitmachen würden, also mal davon abgesehen, dass es dieses System nicht gibt, so wie die Tante das erklärt, dann gäbe es ja keine Verlierer mehr, wenn alle so einen Roboter einsetzen würden. Ja, und dann funktioniert doch die Börse nicht. Man kann ja nicht aus dem Nichts Geld erschaffen, außer die Zentralbanken vielleicht. Die können das Geld drucken, beziehungsweise in den Markt reinbringen. Aber doch nicht bei Trading. Also, das ist alles nur Blödsinn. Also, wirklich. Okay. Ja, möchten Sie das testen? Ja, na klar. Minimum ist aber 250, Sie wissen das. Und wir setzen nur 10% ein. Dann sehen Sie, wie das Ganze funktioniert. Sie haben einen Monat lang Testzeit, Sie können jederzeit auszahlen, wenn Sie nicht zufrieden sind. Aber Sie werden dann sehen, wie... Können wir dann nicht erstmal mit 200 Euro probieren? Also, das ist das Minimum, mit dem es gestartet wird. Ne? Das ist das, ich dachte, man kann bei Ihnen handeln. Dann würde ich um 50 Euro runterhandeln. Was meinen Sie? Sie zahlen einen Betrag ein und wir setzen das Geld bei der Software ein. Das kann man nicht. Städte kann man, Sie können jeden Betrag einsetzen, wenn Sie möchten. Aber wenn Sie einstecken, das geht nicht unter 250 Euro. Na, ich habe mich gerade für einen fallenden Kurs entschieden. Dann ist es jetzt nur noch 200. Tja, die Tante hat mir ja erzählt, die würden erstmal 10% nehmen. Tja, und wenn ich da halt jetzt weniger Geld einzahle, na, dann kann man doch davon halt, was weiß ich, nimmt man halt 15%, um auf die gleiche Summe zu kommen, ist mir doch egal. Aber letztendlich sieht man daran, dass es nicht darum geht, dass man da was gewinnt. Sondern es geht ja darum, dass die 250 Euro für ihre Mühe haben wollen. Das ist halt der Kurs, den die festgesetzt haben, dass sich das ganze Geschäft halt für die auch gut lohnt. Denn, wenn man so Leute ans Telefon setzt, dann macht man ja vorher Statistiken. Beispielsweise jeder Mitarbeiter macht wenigstens einen betrügerischen Verkauf da am Telefon und kriegt wenigstens einmal am Tag das Geld raus. Das heißt, man muss ja den Mitarbeiter bezahlen, man muss den ganzen Laden da bezahlen, die haben Stromkosten, die haben, ja, und der Chef, der will natürlich auch noch mit seinem Porsche durch die Gegend fahren. Das muss man natürlich alles berechnen und daraus haben sich wahrscheinlich die 250 Euro dann ergeben, damit das Geschäft lohnenswert ist. Tja, und da darf man dann natürlich auch keinen Cent runtergehen, weil sonst würde sich das Ganze für die halt auch nicht wirklich rechnen, beziehungsweise nicht mit dem Gewinn, den sie sich vorstellen. Ja, und dann lässt man das halt. Ne? Ist wie im Laden, wenn ihr da eine Packung Milch kaufen wollt, könnt ihr auch nicht an die Kasse sagen, ich würde jetzt gern weniger dafür bezahlen. Die würden sicherlich dann immer noch Gewinn mitmachen, wenn ihr weniger zahlt. Ja, aber macht mal nicht. Dann sagen sie, ja, bring wieder zurück den Scheiß, gebe ich dir nicht. Und so ist das Ganze hier zu verstehen. Wäre ich jetzt aber bei einer richtigen Börse, dann kann ich aber selber entscheiden, wie viel ich da einzahlen möchte. Da kann ich auch 20 Euro einzahlen. Es gibt sicherlich Untergrenzen, weil das, was ich mal gesehen habe, ist, wo man mit 5 Euro traden kann. Also wird man sicherlich 20 Euro oder so einzahlen müssen. Das hat aber dann wieder was mit Gebühren zu tun, weil es dann wirklich sehr wenig Geld ist. Ja, aber 250 Euro brauche ich nicht, um auf der Börse anzufangen. Das geht auch weniger. Ich meine, dann kann ich natürlich nicht so viel machen wie die ganz Großen.
Aber ist logisch, ich kann auch auf so eine Aktie oder auf so einen Trade eben auch eine Million setzen, wenn ich sie hätte. Tja, aber das ist halt so. Es ist halt alles Betrug und von daher müssen die oder dürfen die von ihrem Skript auch nicht abweichen. Sie können nicht mit mir handeln. Unter 250 kann es nicht starten. Wir haben jeden Tag Kunden, also das ist das Minimum, das sage ich Ihnen. Wieso handeln Sie mit mir? Das ist, wenn Sie bei uns... Na, wieso? Sie sind doch von einer Handelsplattform und da handelt man doch, oder nicht? Ja, aber man handelt nicht miteinander, sondern es gibt gewisse Regeln. Wenn Sie da mitmachen möchten, müssen Sie die Regeln beachten. Wenn Sie mit der Plattform selber handeln möchten, können Sie jeden Betrag eingeben oder handeln, wie Sie möchten. Aber Sie können nicht mit mir handeln. Ich entscheide das ja nicht. Minimum ist 250, damit können Sie starten. Na gut. Dann machen wir das. Also 250, ne? Ja. Und wie möchten Sie das einzahlen? Haben Sie eine Kreditkarte? Weiß ich nicht. Dann müsste ich mal nachgucken. Ich glaube, sowas habe ich. Kennen Sie das Giropay? Das ist so eine Art Sofortzahlung. Sofortüberweisung. Ne, das weiß man gar nicht. Das kann ich nicht. Ich kann Ihnen gerne zeigen, wie es geht, und dann wird das. Es ist quasi wie eine Banküberweisung. Das wird bei Ihnen sofort quasi abgebucht über das Giropay. So ein bisschen wie PayPal. Ne, PayPal habe ich nicht. PayPal haben Sie nicht, ne? Mm-mm. Aber Giro. Oder möchten Sie mit der Kreditkarte einzahlen? Na, ich gucke gerade. Ich bin ja jetzt schon extra aufgestanden in die Küche. Und da liegt mein Geldbeutel. Da muss ich mal gucken, was ich da so für Karten habe. Ich nehme den mal mit, den Geldbeutel, am Computer. Tja, also Giropay ist tatsächlich ein legales eine legale Einzahlungsmöglichkeit. Das Ganze ist so ähnlich wie Banküberweisung, als würdet ihr von eurem Konto Geld überweisen. Mit dem Unterschied, dass man eben hier einen Mittelsmann benutzt. Da muss man sich halt theoretisch nicht bei der Bank einloggen, sieht ein bisschen schöner aus und man kann es designtechnisch in seine eigene Webseite theoretisch mit einbauen. Ist theoretisch ein ganz normaler Weg. Tja, ich weiß nicht, wie das Ganze da läuft. Ich glaube, aber das ist jetzt nur Halbwissen, ich glaube, Giropay macht eine Lastschrift bei euch auf eurem Konto und überweist dann das Geld an die Betrüger. Was bedeutet, maximal Giropay hätte dann die Arschkarte, wenn das Geld weg ist. Kann aber auch sein, dass man das Geld dann selbst von seinem Konto überweist, weil man gibt dort ja auch seine Kontodaten und auch, soweit ich weiß, die PIN ein. Und das ist eigentlich nur ein komplett überflüssiger Weg, man könnte das Geld auch direkt von seinem Konto überweisen. Ne? Also dann kommt es aufs Gleiche drauf hinaus. Die beiden Möglichkeiten haben wir da. Giropay habe ich jetzt nicht wirklich benutzt. Kann sein, dass ich es irgendwann schon mal genutzt habe. Ich kann mich da ganz vage dran erinnern. Ja, aber das nutzt eigentlich kaum jemand. Wüsste jetzt auch gar nicht, auf welcher Webseite man das in Deutschland noch nutzen kann. Also gesehen habe ich das Ganze schon mal und legal ist es auch. Aber unterm Strich... irgendeiner von den beiden, also entweder ihr selbst oder Giropay, überweist das Geld halt in dem Sinne zwar automatisch, aber selbstständig. Ja, und da ist dann das Geld nicht mehr rückholbar an dieser Stelle. Na, also dann ist es weg, weil es bleibt letztendlich eine ganz normale Banküberweisung. Na ja, klar, kein Thema. So. Dann habe ich jetzt hier meine Karten. So, mein Personalausweis. Dann habe ich hier noch so einen anderen Ausweis. Und, hier ist so eine Karte, da steht drauf Amazon. Damit kann ich auf Amazon was kaufen. Also, haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Das geht nur mit Visa oder Mastercard, eine Kreditkarte. Das ist eine Visa-Karte. Okay, das heißt, es ist eine Kreditkarte, ne? Denke. Ja, aber haben Sie das schon mal benutzt? Ja, ne? Nur auf Amazon, ja. Ach so, gut. Eine Sekunde. Dann würde ich sagen, ich will Ihnen einfach den Link schicken, dann wir können das gemeinsam machen, das dauert nur 2 Minuten. Wenn Sie mir das per E-Mail schicken, dann dauert es mehr als 2 Minuten.
den Link müsste ich ihm schicken, wie, wohin sie einzahlen. Und dann müsste ich mit ihm zusammen, müsste ich ihm zeigen, wie das geht. Sie kaufen so eine Art Voucher. Na, aber sind Sie sich da sicher, mir das per E-Mail schicken zu wollen? Weil per, ja, natürlich, per E-Mail Link dauert bei mir ganz lange. Ach so, eine Sekunde. Ich, weil bei E-Mail, hier kommt keine E-Mail unter 10 Minuten bei mir an. Ja, das ist kein Problem. Ich schicke ihn und dann melde ich mich nochmal in 10 Minuten. Wieso, haben Sie schlechten Internetzugang? Nö, das habe ich nicht, aber das E-Mail-Postfach ist ganz langsam, weil da kommen am Tag, weiß ich nicht, also bestimmt so 4.000, 5.000 E-Mails und da habe ich jetzt schon in einem Monat fast 100.000 E-Mails zusammen. Oh Gott. Okay, ich sage Ihnen dann einfach mal den Link, aber Sie bräuchten dann trotzdem, Sie werden eine E-Mail-Bestätigung bekommen. Und dann müssten Sie mir quasi diesen Code durchgeben, aber dann würde ich mich später einfach bei Ihnen melden. Dann gehen Sie bitte einfach bei Viking. Warten Sie, ich mache so ein Fenster auf für Internet, ja? Ja. Denn ein, wie schreibt man das? V-I, so wie Viking, ja? V-I, ja. Genau, dann K-I. K-I, Genau, M-G. Also M wie, Nee, M wie Natalie. Ach so, okay, ja, Und dann ein G. G, genau, und ja, dann E-X hinten dran nochmal. E-X. E und ein X, Genau, Punkt com. Punkt com. Das ist ja ein komisches Wort. Ah ja, jetzt habe ich ja so eine, sieht aus wie eine Kinoseite mit einem Kinoticket. Also, ja, es ist so blau, ne? Mhm. Okay, super. Dann müssen Sie hier einfach Purchase Voucher. Klicken Sie drauf. Gibt's das auch auf Deutsch? Da helfe ich Ihnen. Also, normalerweise müsste das auch auf Deutsch sein, dachte ich mir. Also, in allen Sprachen. Aber ich helfe Ihnen dabei, das ist überhaupt kein Problem. Gehen Sie auf Purchase Voucher, okay? Ja, ist ja herzallerliebst, dass sie mir hier helfen möchte. Aber wie wär's denn, wenn ich als deutscher Kunde, der sein Geld da einzahlen soll, vielleicht auch eine deutsche Webseite bekommen würde, dass man auch lesen kann, was er da überhaupt tut. Also es fängt ja zum Beispiel schon mal mit AGBs an und hört bei deinen Datenschutzbestimmungen dann nachher mal auf. Und da gibt's ja auch noch eine ganze Menge dazwischen. Also ich finde schon, dass man das in Deutsch haben sollte, wenn man hier auch was als Deutscher einzahlen soll, oder nicht? Naja, vielleicht bin ich auch einfach nur wieder viel zu anspruchsvoll und naja. Dann geben Sie ein Euro, also beziehungsweise Sie klicken auf Euro. Und dann, Sie sehen, da ist eine verschiedene Auswahl. Sie sehen, da ist 250 Euro Voucher, ne? Und 20 habe ich hier. Ja gut, das hilft Ihnen nicht, weil bei uns können Sie nicht unter 250 starten. Genau, Sie haben das, aber Sie müssen bei 250 klicken, wenn Sie mit 250 oder mehr starten möchten. Gehen Sie auf Add to Cart. Kann man auch einfach 5x50 nehmen? Wozu denn? Na, weiß ich nicht, dann hat man einzelne. Nee, das ist einfacher mit 250, dann wird es dann auch, weil dann müssen Sie mir 5 Bestätigungen schicken. Eigentlich, bei uns, das System nimmt nicht unter 250 an, deswegen können Sie das nicht, ne? Aber Sie können für andere Dinge später das benutzen vielleicht. Aber und wofür nimmt man so die Webseite sonst? Weil das sieht ja aus wie so Kinotickets hier. Nee, das ist so, dass das Ganze quasi eine Möglichkeit ist, mit Euro einzuzahlen, dann wird es in Krypto umgewandelt und dann kommt es bei uns in Krypto an. Dann sagen Sie doch, das ist eine Kryptotauschbörse. Ja, und es ist auch eine ziemlich komische Kryptotauschbörse. Auf dieser Webseite ist, also vertrauenswürdig wirkt die nicht. Man kauft da tatsächlich so eine Art Kinotickets. So sieht es zumindest optisch auf der Seite aus. Aber so richtig vertrauenswürdig ist es tatsächlich überhaupt gar nicht. Das kann man machen, wenn man irgendwas im Darknet kaufen will und, da drauf steht auf solche Spielereien. Aber wie eine seriöse Tauschseite sieht es nicht aus. Ich weiß natürlich nicht, ob die seriös ist oder ob die sich das da selbst gebastelt haben, um das Geld irgendwie umzutauschen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber die ganze Webseite, die gibt auch überhaupt nichts her. Also die sieht aus, wie als hätte da irgendjemand billig zusammengebastelt
Und weiß ich nicht, also überlegt mal, ihr würdet zu eurer Bank gehen und kauft ja virtuelle Kinotickets und bekommt dann danach eure Euros. Wie bescheuert ist denn das? Kann man da nicht einfach Euro hinschreiben oder Bitcoin? Dann kann man meinetwegen noch einen Bitcoin hinmalen, aber nicht Kinotickets. Also das ist wirklich Wahnsinn, die Webseite. Und da soll man sein Geld rein investieren. Das ist eine Möglichkeit, einen Gutschein also mit bestimmten Beträgen sozusagen einzuzahlen. Das ist sowas wie MoonPay zum Beispiel. Das kenne ich leider nicht. Nicht? Ja? MoonPay, die sieht schöner aus, die Seite. Die hat so Aprikofarben. Ah, okay. Ja, dann haben Sie sowas in der Art schon mal gesehen, ne? Mhm. Ja, MoonPay kennen wir ja, denke ich mal, alle schon. Das hatten wir ja hier ganz am Anfang auf dem Kanal. Das Komische ist, MoonPay benutzt tatsächlich überhaupt keiner mehr von den ganzen Betrügern. Es könnte vielleicht daran liegen, dass die Krypto-Wallets von den Betrügern dort nämlich erkannt werden und auch angezeigt wird. Vorsicht, hier könnte Finanzbetrug stattfinden. MoonPay ist halt eine von den seriösen Seiten. Kommt zwar auch aus Amerika und das ist halt datenschutztechnisch aus deutscher Sicht immer auch ein bisschen, könnte besser laufen. Aber grundsätzlich ist es so, dass MoonPay sich hier erstmal richtig verhält. Na, also die warnen schon, dass da Finanzbetrug stattfinden kann. Keine Ahnung, wie die das machen, aber die erkennen halt eben die Krypto-Wallets. Das könnte daran liegen, dass die vielleicht sehr, sehr, sehr oft benutzt werden und immer die gleichen Summen darauf überwiesen werden. Und daran könnte MoonPay eben vielleicht festmachen, oh, das könnten diese Trading-Betrüger sein, weil wer will sonst immer 250 Euro glatt haben? Ja, und dann zeigt es eben MoonPay dann an. Achtung, hier könnte Finanzbetrug stattfinden oder irgendwie so ähnlich, hatte ich euch schon mal vorgelesen. Ja, und seitdem benutzt keine Sau mehr von den Betrügern MoonPay. Jetzt haben sie alle irgendwelche anderen Systeme, die noch schrecklicher aussehen. MoonPay war wirklich noch eine professionelle Seite. Die sah gut aufgebaut aus, da war alles drauf, was man so braucht. Alles, was eine professionelle Webseite eben ausmacht, sah sehr modern aus. Und alle anderen Webseiten, die wir jetzt hier die ganze Zeit immer wieder hatten, die werden immer schrecklicher und immer selbstgebastelter optisch. Ja, und mittlerweile sind wir ja schon auf Kinoticket-Niveau angekommen. Ja, das sieht man ja öfters mal hier. Okay, dann klicken Sie auf 250 Voucher und dann gehen Sie auf Add to Cart. Ja, habe ich. Und dann gehen Sie auf Checkout. Wo steht das? Eine Sekunde. Rechts oben. Also Sie gehen auf den, wie heißt es denn? Auf den, in Ihrem Einkaufswagen. Also Add to Cart heißt in den Einkaufswagen legen, ne? Da haben Sie draufgeklickt. Ja, auf Add to Cart, ja. Genau. Und dann, drunter haben Sie dann eine Anzeige View Cart. Das heißt, anschauen, also den Einkaufswagen anschauen. Oder oben haben Sie den Symbol und da ist eine 1. Ja, das habe ich. Da steht eine 1. Ja. Genau, klicken drauf. Ist wie bei Amazon, da liegt auch immer was drin. Genau, sehen Sie, und jetzt gehen Sie auf Checkout. Auf Checkout, ja. Genau, und jetzt geben Sie die Daten der Karte selber. Was war denn das? Da hat irgendwas gerade im Telefon war komisch. Nee, keine Ahnung, die Verbindung ist so ein bisschen schlecht, ne? Ja, das ist auch wieder so eine Sache, was nur bei den Betrüger-Callcentern ausschließlich immer so ist. Also es gibt kaum einen Betrüger-Callcenter, wo die Verbindung geil ist. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also am Ausland liegt's nicht. Ich habe selber schon das ein oder andere Mal ins Ausland oder vom Ausland oder wie auch immer telefoniert. Die Qualität war nie so schlecht wie von diesen Callcentern. Ich weiß nicht, was die machen, ob die Headsets aus der Mülltonne irgendwo fischen und die Dinger irgendwo kostenlos aufsammeln. Amazon-Retouren, ich weiß es nicht. Aber also ein gutes Callcenter-Headset kann schon mal tatsächlich seine 300, 400, sogar 500 oder sogar 600 Euro kosten. Dann sind die natürlich richtig geil. Aber wir reden halt von Betrüger-Callcentern und da erreicht das Ganze halt irgendwie Baumarkt-Billigqualität vom Allerfeinsten. Wahrscheinlich irgendwo auf Wish bestellt, irgend so einen richtig tollen China-Kram.
der hier niemals wahrscheinlich durch den TÜV kommen würde, ich weiß es nicht. Aber so hören sich deren Callcenter-Telefone meistens an, beziehungsweise deren Headsets. Die Lautstärke ist hier in diesem Fall, also mal mit keine Musik und auch mal kein Krach im Hintergrund, ist aber selten. Meistens hat man es ja doch noch viel, viel schlimmer vom Hintergrund, dass man die Tanten im Vordergrund selten versteht. Das geht hier schon mal. Qualitativ ist es aber immer noch komisch. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil sie das wirklich über 100 Länder irgendwo über sämtliche VPNs schicken, um hier bei uns anzukommen, damit sie selber nicht gefunden werden. Eine andere Möglichkeit sehe ich da irgendwie gar nicht, warum das so sein könnte. Wir hatten ja zwischendurch auch mal so einen Call, wo das Ganze über irgendeine Telefonkonferenz stattgefunden hat. Ich weiß es nicht, ob da denn die Gespräche, ja, als würde man einen Hörer zusammenkleben, falsch rum, damit man das überträgt, ne, so ungefähr im übertragenen Sinne jetzt. Und vielleicht durch diese ganzen Konferenzweiterleitungen, damit man die eben nicht zurückverfolgen kann, vielleicht nimmt da jedes Mal die Qualität ein bisschen ab. Irgendwo muss es ja daran liegen, dass die Qualität jedes Mal leidet. Also an meiner Leitung liegt es nicht. Ich meine, ich telefoniere auch beruflich ziemlich viel hier von der Leitung. Ne, also ich weiß es nicht. Also bei mir läuft's, bei denen irgendwie nicht. Aber naja, man kennt es ja nicht anders. So, jetzt habe ich gleich alles eingegeben. Ja, Sie haben gesehen, da ist eine Anzeige von allen möglichen, ne? So. Jetzt steht hier Please read and accept the terms and conditions to protect this your order. Ja, genau. Sie müssen da reinklicken oder wohin? Place Order gibt's da unten einfach. Ne? Was heißt das? Ja, also die Einzahlung quasi tätigen. Ne? Aber wo sind Sie denn gerade? Ich weiß jetzt gar nicht, wo Sie sind. I have read and agree the terms and conditions and then place order, oder wo sind Sie? Na, ich habe meine Daten hier eingegeben und dann Enter gedrückt. Also da gibt es ein Place Order, das ist das Enter, was Sie meinen, ne? Kann sein, ja. Ach ja, hier ist was rot angemalt. Ach ja, hier kann man, ich kann hier nur auswählen Amex oder Bank. Ne, Kreditkarte muss ja geben. Da steht aber Amex. Eine Sekunde, wo genau meinen Sie, wo steht Amex? Na, da oben drüber da ist ein Bild, wo nur eine Amex-Karte drauf ist. Aber ich habe eine Amex-Karte, habe ich nicht. Ich Nein, ja? Sie haben eine Auswahl, Visa, Mastercard unten. Nee. Wenn Sie jetzt... Eine Amex, steht da. Also Sie waren beim Gutschein, okay? Dann haben Sie Proceed Checkout geklickt. Ja. Und dann haben Sie ein Feld gehabt, Billing Details, da wo Sie alle Informationen sozusagen eingeben. Ne? Ja. Total 250. Drunter haben Sie Direct Bank Transfer oder Credit Card. Und da müssen Sie klicken. Credit Card. Ja, aber da steht bei mir nur Amex. Können Sie mit Screenshots in Amex? Amex habe ich nicht. Nee, also da gibt es nur Visa, Mastercard oder irgendwas. Nö, nee, das kann man nicht auswählen, da ist nur Amex. Also ich habe das eigentlich so vor Augen, ich habe keine Amex. Eine Sekunde. Aber wo genau sehen Sie das? Ich sehe nur Credit Card und dann sehe immer gibt's Auswahl von Visa und Mastercard. Aber ja, bei mir ist Kreditcard und dann steht da in Klammern Strippe und dahinter ist so eine American Express Karte abgebildet. Das kann... Nee, es gibt auch die American Express hier, aber davor sind Visa und Mastercard. Und also, hier steht hier nur American Express. Komisch. Das kann ja eigentlich nicht sein. Gut, aber wenn Sie dahin klicken Sie einfach. Vielleicht wird es bei Ihnen nicht angezeigt. Das kann nicht sein. Bei mir, also ich weiß genau, sonst könnten wir ja gar nicht in Europa arbeiten. Deswegen. Na, American Express geht ja auch in Europa, nur ich habe die halt nicht.
Nee, das stimmt, aber wir arbeiten eigentlich auch gar nicht. Aber klicken Sie einfach bei Credit Card. Also egal, was da angezeigt wird. Weil es gibt nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Direktbank Transfer, ne, steht da. Hm. Und Credit Card. Da, wo es Credit Card ist. Na, Credit Card und dann steht da Strippe. Klicken Sie einfach rein und dann gehen Sie auf Terms and Conditions auch ein Kreuzchen und dann Place Order. Wir gucken einfach mal, weil das andere gibt es nicht. Ja. Und da soll ich jetzt einfach meine Vista-Karte reinschreiben. Ja, genau. Also Sie haben ja eine Visa, haben Sie gesagt, ne? Mhm. Genau. Okay, dann schreibe ich die da einfach rein. Genau, ja, machen dann Sie. Dann mache ich jetzt die 4, die 6. Komisch, weil, wie gesagt, genau, Stripe. Ah, genau, aber da steht Stripe und da steht Credit Card und ich habe drei Bilder, eindeutig Visa, Mastercard und American Express. Bei mir steht da nur American Express als Bild. Okay, machen Sie es einfach und ich frage mal so lange den Kollegen. Ja, genau, und dann kann ich hier noch in der Zeit das schreiben. Genau, machen wir es kurz, ja? So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Eine 4, eine 6, eine 1. Dann eine 9, eine 3, eine 3, eine 7, eine 7, eine 6, eine 8, eine 6, eine 5, eine 3, eine 4, eine 9 und eine 6. So, was mache ich jetzt? Was ist ein Expiry-Date? Hallo? Ist da noch einer? Hallo? Nun ist keiner mehr dran. Hallo? Kuckuck. Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Ja, ja. Können Sie mich hören? Ja. Okay, und wo sind Sie? Gerade? Ja, ich muss hier was eingeben, da steht Expiry Date. Expiry Date. Ja, das ist Ablaufdatum. Ach so, das Verfallsdatum kommt da rein. Dann genau. Schreibe ich das da hin und jetzt habe ich noch Cardcode, CVC. Genau, das ist die Rückseite. Auf der Rückseite haben Sie dreistellige Kartennummer. Oh, das ist aber falsch, weil hier steht ja in Klammern CVC. Ich habe nur eine CVV-Nummer. Das ist kein Problem, das hat immer einen anderen Namen. Das spielt keine Rolle. Okay. Machen wir einfach, damit ist die Nummer gemeint. Ja, wo ist denn das Impressum von der Seite hier eigentlich? Das werden Sie auf der Seite finden, also das ist eine Zahlungsmittelseite, das ist nicht unsere Plattform. Ne? Aber wir bestätigen Ihnen, sobald Sie mir eine Bestätigungs-E-Mail bekommen und mir diesen Code gibt, der da beim Voucher angegeben ist, bestätige ich Ihnen sofort die Einzahlung. Ne? Was ist ein Voucher? Also das ist hier, was wir einkaufen, das ist ein Voucher und damit aktivieren wir sozusagen, ne? Ja. Weil das schon vorgefertigt, 250 und so weiter. Dann können wir schon damit starten. So, jetzt habe ich hier eine Seite. Und da steht jetzt, Kartnummer ist korrekt. Korrekt. Okay. Korrektet. Also, da oben haben Sie die Kartennummer, die sechsstellige, die... Ja, hier ist ein grünes Ausrufezeichen und da steht, die Kartennummer ist corrected. Wir haben ja eine 16-stellige Nummer. Sie haben ja schon mal gezahlt mit Kreditkarte, oder? Na, bei Amazon, ja. Da ja, ja. Also, ja, Sie haben 16-stellige Nummer auf der Vorderseite, das ist die Kartennummer. Wenn Sie die eingeben? Gebe ich eingegeben, ja. Genau, Sie haben ja auch bei Credit Card haben Sie auch blau reingeklickt, ne? Ja. Okay, die Nummer haben Sie eingegeben und Expiry Date Ablaufdatum und die dreistellige Nummer bei Sie, bei der Cardcode, da haben Sie reingemacht, ne? Ja. Und dann klicken Sie unten, I have read and agreed to the terms and conditions. Also, dass Sie die Kondition gelesen haben, klicken Sie rein und dann klicken Sie auf Place Order. Ja. Okay, und was dann? Dann müssen Sie eine... Jetzt kriege ich so ein grünes Streifchen mit einem grünen Ausrufezeichen und da steht, die Kartnummer ist corrected. Weiß ich nicht. Also es müsste eigentlich ideal klappen. Weil grün ist auch... Normalerweise, wenn irgendwas ist, dann ist es rot.
Das dauert normalerweise 2 Minuten, ne? Das ist, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Es müsste wirklich schnell klappen. Ich kann ja mal in meinen E-Mails gucken. Sie haben ja gesagt, da gibt es dann eine E-Mail. Ja, ja, aber wenn Sie am Ende so ein Häkchen, also haben Sie irgendeine Meldung bekommen, haben Sie auf dieses... Ja, ich habe von der Volksbank habe ich jetzt eine Nachricht bekommen. Hier steht, wichtige Mitteilung, lieber Kunde, durch eine Änderung in unseren Zahlungssystemen mussten wir aufgrund einer neuen EU-Reform jeden Kunden erneut um Zustimmung bitten. Die Anpassungen sorgen für die Sicherheit ihrer Daten, damit sie auch morgen noch sicher überweisen können. Aber die schreiben ohne Umlaute. Nee, ich glaube, sie versuchen gerade irgendwie... Sie machen Scherze, kann das sein? Wer macht Scherze? Scherzen Sie mit mir? Das finde ich nicht gut. Also Sie machen Scherze, glaube ich, oder? Also nein. Ich meine, Sie haben ja, haben Sie geklickt oder nicht? Doch, oder ja. Sie den Start? Und ich kriege jetzt Sie das, was ich vorgelesen habe. Das hat aber nichts mit der Volksbank zu tun. Na, da habe ich ja eine E-Mail bekommen jetzt. Aber von Viking, haben Sie eine E-Mail bekommen? Mhm. Da, wo Sie jetzt gerade versucht haben einzuzahlen. Nein, aber ich habe auch gesagt, es dauert schon mindestens 10 Minuten, bis da eine E-Mail kommt. Ja gut, das stimmt, aber Sie sind jetzt durch gewesen mit der Zahlung. Am Ende haben Sie auf Place Order geklickt? Ja. Und was kam am Ende? Hatten Sie ein grünes Häkchen oder sowas? Nein. Ein grünes Ausrufezeichen. Sowas gibt es aber nicht. Na, wieso nicht? Weiß ich nicht. Also normalerweise müssten Häkchen kommen und Sie bekommen dann eine E-Mail. Oder was stand da nochmal dran? Mansa, ich habe hier mittlerweile so viele Fenster auf. Da steht, the card number is corrected. Ja, und was soll das heißen? Weiß ich nicht, ich kann das kein Englisch. Aber das würde durchgehen, wenn es in Ordnung ist. Sonst würden Sie gar nicht weiterkommen, ne? Hm. Und nun? Hat jetzt geklappt? Weil grün ist ja immer gut. Ja, genau. Eine Sekunde, ich check mal kurz das. Okay, die Zahl ist korrigiert, keine Ahnung, was das sein soll. Also hat jetzt geklappt. Ist jetzt da. Nein, ich bräuchte erstmal eine Bestätigungsnummer, die Sie per E-Mail bekommen von diesem Voucher und dann. So, dann gucke ich jetzt. Das bedeutet. Dann gucke ich jetzt in meine E-Mail. Genau, gucken Sie bei der E-Mail von Viking, sollten Sie so eine Art E-Mail bekommen haben. Und da ist eine Bestätigung von der Zahlung. Ja, das steht quasi so ein Gutschein. Das steht Customer Information, E-Mail, bla bla bla, Order Details. Und da haben Sie die Bestätigung quasi. Und in der zweiten E-Mail haben Sie dann diesen Voucher. Und da steht so eine Nummer, Voucher Code heißt das. Und die müssen Sie mir einfach durchgeben. Ein Code? Der kommt dann per E-Mail da, oder das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ja, genau. Sie bekommen 2 E-Mails. Einmal eine Bestätigung. Und einmal so ein Bild von einem Voucher und da wird drunter stehen Voucher Code. Und dann geben Sie mir durch. Jetzt habe ich hier was, Create Account, so Home of Professional Traders von Bitops PS oder so. Keine Ahnung, das kann ich nicht aussprechen. Ja, genau, das ist von uns, aber Sie müssen von Viking eine E-Mail bekommen zur Bestätigung, ne? Also von Viking und dann. Also jetzt kam hier von Bitops, kann man nicht aussprechen. Wie spricht man das aus? Bitops. BitOps, ja. Warum Ops? Option. Ach so, schlau. Ah ja, so gut, also das kam jetzt. Jetzt habe ich hier ein Passwort von der Webseite zugeschickt bekommen. Ach so, Sie haben auch ein Passwort beantragt, oder wie? Deswegen haben Sie es zugeschickt bekommen? Nö, hier steht einfach nur, willkommen to BitOps. Und dann, Und dann hier, hi Gerold Steiner, wäre Trillet to add. Ja, ja, nee, Sie müssen mir das nicht durchlesen. Okay. Sie müssen eine E-Mail von Viking bekommen, wenn Sie die Zahlung dort getätigt haben. Da warten.
Aber Sie hatten ja Beschädigung auf der Webseite, oder? Wenn Sie das, na, da war grün, haben. Ja. Ja, also, ja, dann müsste es gleich kommen. Das dauert vielleicht, weil Sie gesagt haben. Na, 10 Minuten dauern hier die E-Mails meistens. Ja. Machen Sie Refresh oder sowas? Weil es müssten 2 E-Mails kommen. Einmal die erste, die Bestätigung, und bei was der zweiten mit, E-Mail danach. Was meinen Sie mit Creme Fresh? Nichts mit Creme Fresh. Soll ich mich in 10 Minuten melden bei Ihnen? Nö, na, ich will ja das fertig haben jetzt hier. Ja gut, wenn Sie sagen, dass Sie E-Mails erst nach 10 Minuten bekommen. Ja, aber ich dachte, vielleicht kann man dann schon mal auf der Webseite gucken. Sie wollten doch helfen. Ja, natürlich, aber wir bräuchten ja erstmal diese Bestätigung von Ihnen. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt geklappt hat oder nicht geklappt. Und das müsste man erstmal quasi fertig machen. Und dann helfe ich Ihnen weiter. Ne? Na, also ich habe auf meinem Handy habe ich auch so eine Nachricht gekriegt, wo man okay drücken musste. Ach so, auch von Viking? Nö, nur vom Handy. Da kam auf dem Handy, kam von meiner Amazon-App, kam da so eine Bestätigung, ob ich das bin, und dann habe ich gesagt, ja. Ach so, Sie meinen Zahlung wegen der Karte. Ja. Das, deswegen Amazon, ich habe das jetzt nicht verstanden. Ah ja, okay, gut, dann müssen Sie gleich die E-Mail bekommen haben von Viking EX, ne, da wo Sie jetzt den Voucher eingekauft haben. Okay, dann warten wir kurz, weil Sie meinen, das kann 10 Minuten. Bestätigung über was, dass Sie 250 Euro quasi eingesetzt haben oder abgebucht wurde oder sowas. Na, aber müsste das dann nicht auf der Seite hier schon stehen bei Ihnen denn? Nein, Sie müssen das erstmal mit dem Bestätigungscode eintragen und dann wird es dort stehen. Deswegen sage ich Ihnen, Sie bekommen erstmal von Viking eine E-Mail mit einem Bestätigungscode, den geben Sie mir durch und dann machen wir das und dann. Aber wir müssen wissen, ob Sie den Voucher sozusagen. Aber was ich jetzt noch nicht verstanden habe, warum soll ich denn das auf einer fremden Webseite einzahlen? Das ist eine Möglichkeit, so einzuzahlen, mit Kryptowährung. Das kann ich Ihnen sagen, dass so arbeiten wir. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, Sie können auch in Bitcoin einzahlen zum Beispiel. Weil wir handeln sowieso in Krypto, deswegen unterwegs quasi haben wir Möglichkeiten mit Kryptowährung das Ganze direkt zu, sozusagen, umzutauschen. Das läuft einfach schnell. Okay, und kann man das nicht bei Ihnen direkt auf der Seite einzahlen? Kann man auch. Okay. Aber das haben Sie ja jetzt schon hier gemacht, ne? Ja, das ist schon. Beziehungsweise, ich habe jetzt den Weg, weil das dann quasi in Bitcoin, so müssen wir das selber machen, so kann man das unterwegs schon machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei uns. Wissen Sie eigentlich, dass die Firma, in der Sie arbeiten, kriminell ist? Wieso denken Sie? Naja, das denke ich nicht nur, das weiß ich sogar. Wieso wissen Sie das? Ja, das ist ganz klar, dass man das weiß bei solch einer Vorhergehensweise hier. Das ist, ihr seid einfach Scammer. Ihr seid Abzocker und Betrüger, nichts anderes. Das Geld ist weg, wenn ich das auf ein Krypto-Wallet überweise. Wieso denken Sie das denn? Wie kommen Sie drauf, überhaupt sowas zu sagen? Naja, weil jeder, der mit Krypto-Wallet, nee, hab ich nicht, aber ich warne andere Menschen davor, schlechte Erfahrungen zu machen. Und warne andere Menschen vor eurer Welt. Oh je, was für eine Leuchte. Eine Armleuchte wahrscheinlich. Tja. Kaum spricht man von Betrug und schon ist sie weg und macht sich ganz schnell aus dem Staub, ohne mich überhaupt ausreden zu lassen. Sie hat sich nicht mal die Zeit genommen, mich noch komplett anzuhören und legt dann einfach auf. Ich weiß ja nicht, wie ein anständiges Unternehmen da reagieren würde. Ich glaube nicht, dass die einfach auflegen würden. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die euch eher zuhören würden. Weil, tja, macht ja, also eigentlich will man ja aus Interesse hören, was der Kunde da so von sich gibt. Aber gut, naja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo mit Glocke nicht, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr von mir. Oh, und wenn ihr möchtet, jetzt seht ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.